Genau. Ich habe jetzt mal ohne Countdown gestartet. Hallo an euch alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und was lange währt, wird ja bekanntlich immer ganz gut. Und dementsprechend gibt es heute endlich den ersten Teil unseres Berlin-Abenteuers. Und da darf natürlich Moritz nicht fehlen, der ja da mittendrin war und dabei. Und es freut mich, dass, auch wenn ich nicht ganz gesund bin, heute die Zeit finden, um über unser Konzert in Berlin zu reden. Ja, genau, so ist es. Guten Tag. Wir nehmen jetzt den zweiten Tag als erstes auf, weil da hatte ich ehrlich gesagt mehr Bock drauf. Der erste Tag war auch sehr schön, aber das Konzert hat mich einfach mehr begeistert und mehr Eindruck hinterlassen. Deswegen versuchen wir jetzt so spoilerfrei wie möglich zu reden, dass wir nicht den ersten Tag vorwegnehmen, aber mal schauen. Auf jeden Fall geht es heute um das tolle Chappell Roan-Konzert in Berlin, was zum Glück von Ende August auf Ende September verlegt wurde, glaube ich. Ja, so ungefähr war es. Ja, es war Ende September, weil wir da ja quasi relativ spontan das festgezurrt hatten und uns dann auch relativ spontan dann auf den Weg gemacht haben. Ja, stimmt. Das war alles sehr spontan, aber wenn man gute Musik neu entdeckt und die rauf und runter hört, dann will man natürlich auch mal das Konzert sehen. Dann denkt man sich, ja, man lebt nur einmal, lass mal nach Berlin fahren, weil es gibt nur ein einziges Deutschlandkonzert in Berlin. Und ja, dann haben wir die Beine in die Hand genommen und sind nach Berlin. Also es hat sich so angehört, als wären wir ganz rasch nach Berlin gekommen. So war es aber nicht. Wir hatten ein paar Komplikationen. Darüber reden wir aber in dem anderen Teil, glaube ich. Wir reden Ja. erstmal nur über den Konzerttag, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, damit wir heute mal nur positive Vibes versprühen. Ja. Wobei, ja, beim zweiten Teil, da werden wir dann auch noch einen sehr kontroversen Film diskutieren. Da kann man dann auch mal noch ein bisschen die Infrastruktur ein bisschen mit thematisieren. Ja, wir müssen ja dann erstmal beschreiben, wie wir zum Kino gekommen sind im ersten Teil. Richtig. Weil in Berlin, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, sind wir ja relativ gut vorangekommen. Das stimmt. Da sind wir auch noch sehr spät abends vom Kino noch weggekommen. Auch nicht, zwar nicht mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn, aber dafür mit dem Bus. Und das ist ja schon eine starke Leistung, dass so spät noch ein Bus fährt, weil bei uns auf dem Dorf wäre das gar nicht möglich oder denkbar. Ja, das ist richtig. Da, wenn du den letzten Bus verpasst, dann musst du bis zum nächsten Tag warten. Ja. Aber spulen wir mal ein bisschen vor. Spulen wir mal auf den nächsten Tag vor. Wir hatten uns bei einer sehr lieben Freundin eingenistet, wollte ich schon sagen. Das hört sich aber irgendwie böse an. Uns wurde freundlicherweise die Wohnung zur Verfügung gestellt. Liebe Grüße nochmal, falls das Video geschaut wird. Und vielen, vielen lieben Dank. Wir waren noch schnell einkaufen. Es war ein Sonntag, an dem wir angekommen sind. Und dann haben wir uns eigentlich auch nach dem Kino, was wir im zweiten Teil bereden, haben wir uns relativ schnell ins Bett gelegt und geschlafen, weil wir schon Ja. erschöpft waren. Genau, und dann ging der eigentliche Konzerttag ja, ich sage jetzt nicht ganz so früh los. Wir haben uns exakt gesagt, wir machen entspannt und haben uns dann ganz entspannt nach dem Frühstück ja quasi auf den Weg in die Stadt gemacht. Ja, wollen wir jetzt schon über das gewisse Museum reden? Wollen wir das jetzt schon hier mit reinnehmen oder wollen wir das in den Wir ersten, können in es den mit zweiten Part mit rein? reinnehmen, Ja, also das war, wir machen so es von Tag zu Tag. Wir ja. waren vor dem Konzertbesuch nämlich noch in dem wunderschönen Bud Spencer Museum, weil wir dachten, das macht um 10 auf und wir wollen ja vorher eh noch irgendwas zum Mittag essen. Was haben wir eigentlich zum Mittag gegessen? Wir waren bei irgendeinem Mexikaner. Ja, stimmt, wir waren da gar nicht in der Nähe. Also es war komplett für den Arsch eigentlich. Aber es war nicht für den Arsch, weil wir waren ja im Bud Spencer Museum. Es war sehr, sehr toll. Wir haben diese Ausstellung sehr genossen, was da so rumlag. Drehbuch, Entwürfe, alte Kostüme.
sogar so Dokumente aus Bud Spencers Leben und alles Mögliche, auch von Terence Hill natürlich, Kulissen, der rote Buggy. Es war wirklich, was das Herz begehrt, alles da. Wir haben natürlich auch schöne Fotos gemacht, im Fanshop ordentlich zugegriffen. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da muss ich nochmal Danke an Martin sagen, der hatte diese Idee. Ich wusste von diesem Museum, aber ich bin da jetzt nicht so schnell drauf gekommen, dass wir ja das noch gleich abhaken können in diesen 2 Tagen. Ja, als du meintest, wir fahren zu Chapel nach Berlin, war mir sofort klar, wir müssen auf jeden Fall den Besuch im Bud Spencer Museum einplanen, weil ja da, wie gesagt, dieser schöne rote Buggy steht, den wir ja alle lieben. Und es gab ja nicht nur den Buggy, sondern auch dieses sehr bekannte Eiswagen. Leider gab es da auch keine Pistazie. Und Ich habe diesen, extra nachgefragt. ja. Und es gab noch diesen, oder so einen Nachbar von diesem Rennwagen, den man ja auch in Zwei wie Pech und Schwefel sieht, wo sie ja um die quasi diesen Buggy das Rennen fahren. Also da Genau. allein schon wegen diesen drei Autos lohnt sich das, da hinzufahren. Dann gab es ja auch noch so zwei Wachsfiguren in Lebensgröße, dass man sich dann auch mal Bud so als, ja, so richtig vorstellen kann, wie der auch so von der Größe her und so ist. Es gab auch ein nettes Filmchen, wo man sich hinsetzen konnte, wie so eine Art kleines Kino. Es hingen auch etliche Filmplakate rum, auch Filmpreise, also Originalfilmpreise, die dem Museum gestiftet worden sind. Also da, wenn man Fan ist, dann ist es, glaube ich, so ein Pflichtprogramm, dass man da einmal, also mindestens einmal, die Ausstellung sich angeguckt hat. Kann ich unterschreiben. Es hat mich definitiv beeindruckt. Da stand noch mal der 8- oder 7-jährige Moritz noch mal auf einmal da. Und hat mit großen Augen und geöffnetem Mund gestaunt, was es da so alles gibt. Und ich habe mich wirklich hineinversetzt nochmal in meine Kindheit gefühlt irgendwie, wie ich da zum ersten Mal Zwei wie Pech und Schwefel und diese ganzen Klassiker geschaut habe. Also es war wirklich richtig schön, es hat sich gelohnt. Dann sind wir auch, wie lange haben wir gebraucht? 2 Stunden, sag ich mal, haben wir uns da aufgehalten ungefähr. Ja, Oder? inklusive einer halben Stunde im Shop. Stimmt, gefühlt ja, weil wir konnten uns nicht wegen den T-Shirts entscheiden. Es gab halt wirklich so schöne Sachen. Wir haben dann dieses wunderschönen I Love K1 T-Shirts gekauft. Ja. Hätten wir eigentlich anziehen sollen, aber das vielleicht im zweiten Teil dann. Da denkt man dann Ja. dran. Wir können auch mal hier drauf verweisen. Du hast auch so einen wunderschönen Alulu-Becher gekauft, weiß ich noch. Ja. Und wie gesagt, die Marmelade vom zwei Muffin. Assetrumpfen auf. Genau, gib mir die Kacke, die ich brauche. Ja. Dann noch ein paar Präsente für die liebe Studentin aus Berlin. Ich weiß nicht, ob sie namentlich erwähnt werden möchte, aber sie weiß, wer gemeint ist. Wir bedanken uns natürlich hier an der Stelle nochmal und hoffen, dass die Bud Spencer Bohnen und die Puffin geschmeckt haben und alles Mögliche. Ja, und dann haben wir uns auch relativ rasch wieder aufgemacht, sind nochmal in die Wohnung gefahren, haben wir uns dann gleich umgezogen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind dann erst essen gegangen und dann nochmal in die Wohnung. Ich weiß es nicht mehr. Also nee, wir sind in die Wohnung, haben unser Zeug abgeliefert, haben uns nochmal frisch gemacht und sind dann eigentlich direkt zur Halle hin, weil wir ja noch ein paar Minuten Fahrtweg hatten, mit der U-Bahn, und haben uns dann in dieser bereits langen Schlange eingereiht. Ich meine, wir waren ja noch essen. Wir haben erst das Zeug natürlich erstmal sichergestellt, damit uns unsere wunderschöne Bud Spencer-Tüte nicht geklaut wird, ist ja klar. Und dann sind wir essen gegangen, aber wir waren dann schon ready und sind dann gleich, glaube ich, Sind wir dann Richtung noch Halle essen? gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, dass wir noch essen gegangen sind. Na, nach dem Bud Spencer-Museum waren wir Echt? doch essen. Wo waren wir da? Ich weiß es nicht Dachte ich. mehr. Na, bei Mexikaner. Ach, war das nach dem Bad-Museum? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es kann durchaus sein. Stimmt, es war so gegen 14 Uhr etwa. Ja, genau, weil wir wollten am Morgen, dachten wir, ja, komm, Müsli reicht, wir wollen jetzt endlich zu Bad. Ja. Und dann haben wir halt erst nach dem Museum gegessen. Und dann sind wir zur Halle gefahren. Und da war, wie gesagt, schon eine sehr große Schlange, aber wir hatten trotzdem Glück, weil als wir dann ein paar Minuten da standen oder so eine Viertelstunde,
halbe Stunde und hinter uns geguckt haben, die war echt massiv lang, diese Schlange. Also die ging hinter uns noch endlos weiter gefühlt. Ja, also ich war ja erstaunt, dass trotzdem, als wir ankamen, schon die Schlange so lang war. Also ich hatte nicht damit gerechnet, weil wir waren ja doch relativ zeitig dran, dass dann schon doch so viele Menschen vor uns waren. Unterschätzt die jungen Fans, glaube ich. Die sind da richtig verrückt. Die wollen unbedingt vor zu ihrem Idol. Und ja, hätte ich eigentlich mit einplanen sollen, aber wir hatten ja im Endeffekt auch einen sehr guten Platz eigentlich. Von Ja. daher, egal. Man muss, wenn ich zurückdenke an unser Olivia-Konzert, da waren wir ja auch wirklich sehr, sehr zeitig dran und da waren ja schon über 70 vor uns. Also da, selbst da war es ja noch, war es ja auch schon extrem krass, dass da schon so viele Leute schon vor der Halle stehen und aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, das Publikum, was uns da erwartet. Also, ich meine, du bist ja bei Chapel ein bisschen tief in der Thematik drin. Ich war da jetzt quasi so als völlig unbedarfter, unvorbereiteter Zuschauer. Darum war ich natürlich etwas, ja, faszinierter von den Menschen, die da auf das Konzert gehen. Und dann hast du hast mir dann natürlich Gott sei Dank ein paar Sachen noch erklärt, was uns erwartet und was das Thema des Abends wird. Also habe ich auch nicht gewusst, dass da jedes Konzert so ein Themenabend ist. Und irgendwann kamen dann schon ein paar, ja, sag jetzt mal, nette Menschen auf uns zu, die uns dann mit Glitzer versorgt haben. Ja, das war richtig herzlich. Also es waren ja allgemein die Leute der Schlange sehr offen alle und haben geredet und waren nett zueinander, haben den anderen die Plätze freigehalten. Und dann sind da böse Menschen, also so wahrscheinlich, die haben das wahrscheinlich nicht gesagt bekommen. Die haben das einfach von sich aus geplant und das mitgenommen, gebastelt. Das fand ich sehr schön. Die haben dann für Handys und für das Lied des Subway diese wunderschönen Lichter, die Dinger verteilt, die man vor die Taschenlampe macht. Ich werde das nie abmachen als Erinnerung natürlich. Und du hast dann ein gelbes oder ein grünes Licht halt. Und dann natürlich hast du noch Glitzer bekommen von lieben Menschen. Und da haben wir natürlich auch nicht Nein gesagt. Wenn man aufs Chappell Roan Konzert geht, dann ist Glitzer auch mal legitim. Ja, und man will ja nicht der Einzige sein, der nicht glitzert in Richtig, richtig. Das ist dieser bunt, das Masse ist an Menschen. glitzernd, das ist Vielfalt, Chappell Roan. Deswegen haben wir uns da sehr gefreut. Und die Vorfreude wurde immer größer. Dann ging es irgendwann weiter vor und man wollte am liebsten rennen, aber man hat wieder gesagt, komm, nicht rennen, don't, no run, no running, don't run. Und dann sind wir sehr gesittet in die Konzerthalle reingegangen. Stimmt, also der Einlass ging dann, wie ich fand, auch sehr geordnet über die Bühne. Es gab jetzt irgendwie auch keine Drängler oder so, sondern jeder ist brav in seiner Schlange gestanden. Ich denke mir, dass beim Taylor Swift-Konzert dann die Hardcore-Fans sich vordrängeln, damit sie ja ganz nah an der Bühne stehen. Aber hier war wirklich jeder ganz entspannt und dann sind wir auch ganz entspannt in die Halle auch rein. Wir hatten ja Stehplätze und haben halt dann quasi aufs Vorprogramm gewartet und ich weiß, ich habe dich dann gefragt, ja, wer ist überhaupt die Vorband? Und dann habe ich erst erfahren, dass es da keine so eine richtige Vorband gibt, sondern dass wir da eine richtige Show erleben werden. Was gleich für uns beide auch eine Premiere war. Oh ja, ich war da auch, also ich war da gar nicht, ich habe das irgendwie gelesen vorher und ich wusste, dass sie das macht, was ich auch sehr cool finde, weil das macht keiner vor seinem Konzert sowas, dass da eine Trackshow passieren wird. Und ich war sehr fasziniert, wie das Publikum da abgegangen ist und das gefeiert hat. Und ich finde diese Kunst auch sehr, sehr bewundernswert, dass du das da halt alles, diese Bewegung so filigran hinbekommst zu dieser Musik. Und ja, also ich war sehr begeistert, besonders von der ersten Track-Künstlerin. Und ja, also war wirklich, hat die Menge beben lassen, sage ich mal, und hat Lust auf das Konzert gemacht. Ja, also ich Hat muss ja Stimmung auch gemacht. sagen, ich war wirklich neugierig, was mich da erwartet und muss auch am Ende sagen, es war wirklich anders, als ich gedacht hatte, also als ich früher immer gedacht habe, wie sowas abläuft. Also es war wirklich, die Künstler auf der Bühne haben das mit dem Publikum quasi zusammen gemacht, das Publikum hat alle die Künstler angefeuert, es waren, ich glaube, es waren drei Drag Queens und eine Moderatorin, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja, die Moderator der Moderator oder die Moderatorin, die war ja dabei. Also die hat ja als letztes dann performt. Die hat sich Ja, dann auch dann mal waren umgezogen. insgesamt waren es auf jeden Fall zu viert. Nee, es waren Wenn ich drei. so. Die hat sich dann nur noch mal umgezogen. Ach so. Deswegen. Okay, also waren insgesamt drei. Und ja, die hat, also jeder von diesen Drag Queens hat ja so einen anderen Schwerpunkt, also musikalisch, schwerpunkttechnisch und auch vom Tanzstil her. Und es war halt wirklich interessant zu sehen, wie man sich so bewegen kann und wie das auch, und man, es ist ja offensichtlich, dass das jahrelanges Training erfordert und auch eine gewisse Disziplin, was die Ernährung betrifft. Also es war schon Auch eine ein. Be Körperbeherrschung, Genau. Disziplin und so. Also da war ich dann wirklich fasziniert davon. Und auch gut, es war ein Chaperone-Konzert, da ist eigentlich klar, dass dieses Publikum sehr, sehr tolerant ist und quasi einfach das auch feiert. Und also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch zu keinem Zeitpunkt an diesem Abend irgendwie unwohl gefühlt oder irgendwie bedrängt oder belästigt oder so, sondern es war wirklich so ein Konzert für alle, für jeden. Und egal, wie du lebst, wie du eingestellt bist, jeder durfte da einfach glücklich sein. Ja, das war auch einer der Gründe, warum ich mir das mal halt geben wollte, weil ich dachte, das Publikum ist so, wird extrem tolerant sein und sympathisch, denke ich mal. Weil du hast ja auf manchen Konzerten irgendwelche Störenfriede oder besoffene Leute, die dann eskalieren. Du weißt, was ich meine. Ja. Kann vorkommen. Besonders bei so großen Rockkonzerten oder so. Aber das war echt ein schönes Gefühl, da zu sein. Und wollte ich mir auch noch mal zu Gemüte führen, so ein Chapel Roan-Konzert. Es war ja. Wir müssen ja jetzt mal zur Hauptkünstlerin kommen. Also die Ja. Drag-Show, die war schon richtig schön. Und dann haben wir aber ein bisschen länger noch gewartet als gedacht. So, ich glaube, 9:45 kam dann Chappelle auf die Bühne. Ungefähr. Ja, es war auf jeden Fall länger. Also die Umbau, ich sage jetzt mal, die Umbauphase zwischen dem Vorprogramm und dem Haupteck war verhältnismäßig lang. Für das, dass die Drag Queens eigentlich ja keine Bühnenaufbau gebraucht hatten. Oder vielleicht hat sich es auch nur so lang angefühlt, weil wir beide so heiß aufs Konzert waren. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube es auch. Auf jeden Fall kam dann irgendwann endlich Chappelle auf die Bühne. Also erst kam die Band und hat so ein bisschen Stimmung gemacht. Und da war ich schon hin und weg. Und dann kam Chappelle auf die Bühne, hat ihren ersten Song performt, in dem es darum geht, dass noch nie ein Mann ihr einen Orgasmus verschafft hatte. Und das fand ich schon wieder so geil, den Text und das Thema. Und das war auch sehr tanzbar. Also es sind direkt alle abgegangen. Nach dem ersten Lied ist sie dann direkt vor der Bühne verschwunden und ich hatte dann so ein bisschen Angst, okay, was ist jetzt? Weil sie hat ja in der Vergangenheit und auch nach dem Berlin-Konzert mal hier und da ein Konzert abgesagt. Da dachte ich mir so, oh Scheiße, was ist jetzt los? Geht's ja nicht gut? Braucht sie eine Pause? Und dann kam sie so nach ein paar Sekunden wieder, ah, sorry, ich musste meine Schuhe wechseln, jetzt wär ich hier hingeflogen oder so, hat sie, glaube ich, gesagt. Dann ging es weiter und war wirklich diese Stimme live zu hören, das war einfach nur ein Geschenk. Ich kann es nicht anders sagen. Also, ich fand es richtig stark. Was sagst du zu ihrer Stimme? Ja, wir hatten ja nach dem Konzert auch uns ausgiebig drüber unterhalten, weil du meintest ja so, dass Chapel die kraftvollere Stimme hat als Olivia und ja, also natürlich, sie ist stimmlich schon eine andere Wucht. Ich glaube, das liegt aber auch, weil sie körperlich einfach nicht so eine ganz so eine zierliche Frau ist wie Olivia. Da hast du auch, glaube ich, ein ganz anderes Stimmvolumen und es passt natürlich auch zu den Songs von der Thematik her, wie sie die performt. Also ich würde jetzt sagen, wenn jetzt Olivia die Texte von Chapel singen würde, ich glaube, das würde nicht so funktionieren, außer habe ich dir ja auch gesagt, ich würde mich sicherlich freuen, wenn wir von Olivia mal den Pink Pony Club hören könnten. Ja, weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Aber ja, das wäre spannend auf jeden Fall. Ich kann dir ja mal ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt habe, als Chappelle bei Olivia zu Gast war und die zusammen Hot to Go gesungen haben. Hast du mir bestimmt schon geschickt und ich habe es irgendwo im Chatverlauf. Ja, wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, da singt ja Olivia auch mal Hot to Go und da merkt man, das ist irgendwie nicht ihre Art Song. Also da weiß man schon irgendwie, Olivia hat schon ihre Art von Songs und Chappelle ihre Art von Songs. Deswegen sollte man das, also natürlich kann sie es auch singen, aber es hört sich halt nicht so geil an.
Aber sie haben immerhin den gleichen Producer und der hat auf jeden Fall ein Händchen für tolle Künstlerinnen. Das muss man an dieser Stelle auch Für sagen. starke Frauenstimmen, ja, auf jeden Fall, stimmt. Genau, du hast schon erwähnt, nach dem ersten Lied gab es einen kurzen, ich sag mal, Schreckmoment. Und danach hat sie aber das Konzert sehr, ja, ich sage jetzt mal professionell, aber auch mit einer gewissen Leichtigkeit durchgezogen. Und ich weiß noch, als du da meintest, jetzt kommt Hot to Go und ich muss jetzt mittanzen und ich war dann etwas überfordert. Und ich glaube, ich war der Einzige in, also bestimmt war ich der Einzige, der nicht die Abfolge der Bewegungen mitmachen konnte. Ich habe mir Also den das muss man dazu sagen, bei Hot-to-Go-Tanz Hot to extra Go noch gibt es eine angeeignet vor Minute dem Konzert. Pause. Ich habe mir diesen Tanz extra noch angeeignet vor dem Konzert. Bitte? Ja, aber es war auf jeden Fall auch für mich so quasi so als quasi Frischling sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Fans da auch diesen Tanz ganz intensiv mitmachen. Also das ist, es ist klar, wenn du also selbst auf den Sitzplätzen haben die Leute mitgemacht, weil ich extra mal rumgeguckt habe. Also ich denke mal, wenn du da einen Sitzplatz hattest und hast da runtergeguckt, das muss bestimmt ein richtig geiles Bild gewesen sein, die ganzen Leute da quasi zusammen mit Chapel diesen Tanz zu machen. Ja, ich glaube, wenn du da einen Sitzplatz hast, das hält dich auch nicht auf den Sitzen. Spätestens bei Hot to Go bist du dann mal aufgestanden und hast diesen wunderschönen Tanz, der an YMCA erinnert, performt. Oh ja, also das hattest du ja vorher schon erwähnt, dass es so eine Abwandlung quasi ist. Aber ich war dann jetzt einfach nur mal der stille Genießer. Ich bin mir sicher, beim nächsten Mal bin ich dann auch so weit vorbereitet, dass ich da mittanzen kann. Ja, ich kann den dir noch beibringen, keine Sorge. Aber du, ist ja schon mal schön, dass du durch das Konzert reingekommen bist und Fan bist. Ja, also ich muss schon sagen, die Musik hat mich schon sehr gut unterhalten und es war auch was ich mir auch wieder anhören würde und oder auch teilweise auch angehört habe nach dem Konzert. Vor allem, weil ja auch der Mix war, mal so etwas poppigere Nummern. Da gab es auch zwei, drei so ruhigere Sachen, auch mit Klavier und sowas. Also da hast du schon einen schönen Mix, glaube ich, wo eigentlich für jeden Geschmack, außer du bist jetzt irgendwie so ein harter Heavy Metal Fan, ich glaube, der kann damit nichts anfangen, aber Ich wenn glaube, auch ein man. harter Heavy-Metal-Fan hat in seinem Herzen einen weichen Kern und hört Ja, sich das auch mal meint Hot das. to Go an, wenn er tanzen will. Aber ich glaube, dass das schon Musik ist für wo eigentlich jeder mit was anfangen kann. Also rein von der Musik, vom Musikstil her. Ich habe ja jetzt das Problem, auf unserem Radiosendern kommt jetzt rauf und runter Good Luck, Babe, und die spielen das dann wieder so oft, dass man das irgendwann nicht mehr hören kann. Deswegen, ich darf kein Radio mehr hören, weil ich liebe eigentlich diesen Song. Aber das ist dann immer so ein Problem, wenn das dann jeden Tag auf dem Radio wird. Schwierig. Ja. ja, und also was ich, wo du natürlich jetzt auch wieder eher drin bist, sind die ganzen Songtitel. Ich habe eigentlich schon wieder so die Reihenfolge vergessen. Also ich weiß halt nur, dass es am Ende irgendwie zwei Zugaben gab und die Menge hat halt lautstark Pink Pony Club gefordert und dann kam Chapel und hat quasi so ganz fast schon frech gesagt, ja, ich singe jetzt ein anderes Lied. Ja, es ist halt auf der Setlist, dass sie vor Pink Pony Club immer California singt. Das ist so eine ruhigere Nummer, aber die sehr emotional ist, wie ich finde. Also da hatte ich auch ein bisschen Gänsehaut. Ich hatte auch bei Pink Pony Club Gänsehaut. Ich hatte auch bei Casual Gänsehaut. Also gab einige Lieder, wo ich Gänsehaut hatte, aber egal. Auf jeden Fall ist es normal und alle haben halt Pink Pony Club schon gerufen, weil sie dachten, ja, jetzt hört sie wahrscheinlich auf und dann sie so, ja, ich singe jetzt erst noch California, wenn es okay ist. Fand ich Genau, aber witzig. und dann gab es quasi zum großen Abschluss den Pink Pony Club. Da haben dann alle nochmal richtig mitgefeiert. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, das war für mich auch irgendwie so der Highlight-Song des Abends. Ja. Weil es für mich persönlich halt auch irgendwie mein Lieblingssong von ihr ist. Das ist aber jetzt nur meine Meinung. Jeder darf natürlich seinen eigenen Lieblingssong von Chapel haben, aber für mich war halt Ich glaube, Pink da Pony versteht dich Club. jeder, wenn das dein Lieblingssong ist, weil der ist wirklich klasse. Kann man nicht anders sagen. Und das war halt so als Abschluss natürlich nochmal so ein richtiger Knaller. Und
Ja, dann ist halt das, wie es halt immer so ist beim Konzert, da freust dich ewig drauf und dann geht es immer so schnell vorbei, so wie so im Flug. Und ich fand es nur ein bisschen schade, dass nach dem Song quasi Chapel relativ schnell von der Bühne verschwunden ist. Und man hat dann auch in den Gesichtern der Band gemerkt, die waren etwas verwirrt, quasi so nach dem Motto, wir hatten vielleicht was anderes geplant und es gab halt nicht so diese, sag ich mal, große Verabschiedung, wie man es eigentlich halt von Künstlern kennt. Das war so ein kleiner Ja. Wermutstropfen für mich. Stimmt. Aber vielleicht muss es ja auch mal pullern, man weiß es nicht. Ist ja eher gegönnt. Aber das Konzert hat sie auf jeden Fall sehr schön durchgezogen. Musikalisch war es top, auf einem Top-Niveau. Die Band hat auch richtig Gas gegeben, sage ich mal. Also die waren richtig toll. Ja. Ich war sehr zufrieden. Ich denke, das hat sich gelohnt, extra nach Berlin zu fahren. Auch um das Museum zu besichtigen noch. Das war nur am Rande. Also meine größte Priorität war natürlich mal Chappell Roan live zu sehen und zu hören. Und das war einfach traumhaft. Ich werde bei der nächsten Tour auf jeden Fall am Start sein. Du bist wahrscheinlich dann auch da, denke ich mal. Ja, natürlich. Sehr Vielleicht gut. ist er dann mal, vielleicht ist er dann auch etwas in etwas näheren Regionen unterwegs, damit wir nicht so eine weite Anfahrt haben. Ja. Ja, mein Gott, dann, wenn nicht, muss man halt wieder unsere Kontakte fragen. Ja. Aber ich Es denke war mal, ja. dass das zweite Album dann eine größere Tour sein wird, wie bei Olivia halt auch. Ja, es war ja auch in Berlin so ihre erste große Hallenshow, wenn ich so richtig im Kopf hatte. Das, ich glaube, das hat sie sogar auch in einem in so einer Zwischenphase bei Songs auch mal erzählt, dass es das erste quasi richtig große Konzert ist. Und sie hat ja auch einmal, da kann ich mich noch erinnern, zwischen zwei Songs noch so ein, ja, ich habe so einen kleinen Vortrag gehalten. Da hast du auch gemerkt, dass ihr das sehr am Herzen liegt und dass ihr das auch nahe geht. Da hat sie ja so ein bisschen halt auch erzählt von ihrem Leben. Das fand ich dann schon auch schön, dass sie dann sich da auch so hinstellt und dann jetzt auch jetzt nicht einfach nur so diese Floskeln runterrattet, sondern halt auch Sachen erzählt, die sie halt selbst erlebt hat. Da ist sie sehr emotional geworden. Sie hat da erzählt, dass sie mit 13 und 14 auch gerne Leute um sich rum gehabt hätte, so viele, die sie halt verstehen, damit sie sich verstanden fühlt. Und dass sie da auch gerne angezogen hätte, was sie halt gerne anzieht. Und dass es halt eine schwierige Zeit für sie war, was ich auch total glaube, weil wenn du als Jugendlicher dich selbst finden musst oder deine Sexualität, dann kann das schon mal schwierig sein, glaube ich. Also ich kann ja nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich denke mal, dass da viele Leute aus der queeren Community es sehr schwer hatten. Deswegen muss man da diesen Leuten auch Mut machen und muss die akzeptieren, muss denen zeigen, ja, ihr seid ein Teil unserer Gesellschaft. Wir hören euch, aber gut, da gibt es natürlich immer irgendwelche dämlichen Stimmen, die dagegenhalten und das einfach nicht Ja. akzeptieren wollen. Gut, ist ein anderes Thema. Ich muss aber allgemein noch sagen, was mir in Berlin aufgefallen ist, ist, gut, es ist halt Berlin, es ist die größte deutsche Stadt, es ist auch irgendwie so die Hauptstadt von diesen ganzen Subkulturen. Es ist halt in Berlin normal, dass halt jeder so rumläuft, wie er will. Also das ist mir sehr positiv aufgefallen, dass du da nicht irgendwie schief angeguckt wirst, wenn du vielleicht als queere Person rumrennst und genauso, du wirst auch nicht schief angeguckt, wenn du als normaler Mensch oder als Hetero-Mensch auf ein Chappell Roan-Konzert gehst. Das ist halt für die Berliner normal und das finde ich halt, also da muss man die Berliner schon loben, dass die da einfach ja so eine Toleranz haben, ich sage jetzt mal in der Öffentlichkeit, dass da jetzt keiner, also ist jetzt wie gesagt mein Eindruck halt von diesen 2 Tagen gewesen, dass man halt da wirklich sein kann, wer man möchte. Definitiv. Also ich habe da jetzt auch noch nichts Schlechtes erlebt, da auf den Straßen oder in der U-Bahn oder was auch immer. Ich war jetzt erst zwei, dreimal da. November gibt es dann hoffentlich ein viertes Mal. Also ich finde Berlin schön. Ich weiß jetzt, ich würde jetzt nicht dauerhaft da leben wollen, aber es ist eine schöne, also in gewissen Aspekten eine wirklich schöne Stadt. Von daher freue ich mich immer wieder, wenn ich die Stadt besuchen darf. Also ich sag mal so, ich glaube, es kommt natürlich schon auch auf die Stadtviertel an. Also wir haben uns jetzt natürlich nicht in den Problembezirken aufgehalten, aber
wie gesagt, das, was ich halt jetzt gesehen und erlebt habe, das war an sich positiv. Und um nochmal aufs Chapel, den Chapel-Abend zurückzukommen, wir haben uns dann nach dem Konzert natürlich ganz Touri-mäßig noch einen Berliner Döner genehmigt, Ja, du damit musst wir noch da. sagen, welchen Döner? Von Ja, wem? ich habe es schon wieder vergessen. Wir waren bei Mustafas Gemüsekebab, so wie es sich gehört in Berlin. Und der war wirklich sehr deliziös, muss ich sagen. Genau, also er war, also die hatten ja, glaube ich, einmal die normale Variante und die vegane. Also ich habe natürlich schon die natürlich normale genommen. Natürlich, wenn jemand vegan will, kann er nicht von mir aus gerne essen, aber ich wollte halt schon einen standardmäßigen haben. Er war auch relativ interessant belegt. Also das hatte ich bis jetzt so noch nicht, dass man da mit Bratkartoffeln arbeitet. Es war aber auf jeden Fall eine interessante Kombi. Und es war auch, wie ich finde, preislich sehr, sehr okay. Also auch allgemein Berlin, also wo jetzt wir essen waren, war preislich in einem Rahmen, wo ich nicht gedacht hätte, dass man dann doch, ich sage jetzt mal, in diesem Preissegment auch unterwegs sein kann. Ja, finde ich auch. Ich meine, gut, am nächsten Tag waren wir dann noch asiatisch essen. Da habe ich noch mal ein bisschen mir was gegönnt. Das war, aber Sushi ist halt nicht das Günstigste. Aber ich dachte, wenn wir jetzt noch mal in Berlin essen, dann schon mal richtig. Und dann du kriegst nicht alle Tage so gutes Sushi, sage ich. Deswegen, ja. Können wir ja dann im nächsten Teil noch mal drüber reden, über die kulinarischen Erfahrungen. Ja. Ich würde noch gerne sagen, falls ihr Chaperone gar nicht gehört habt, auch gar nicht kennt irgendwie vom Namen her, dann gebt euch unbedingt mal ein paar Lieder von ihr. Geht einfach mal auf Spotify die ersten 5 Lieder durch und vielleicht findet ihr Gefallen dran. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich hätte auch nicht gedacht am Anfang, dass mir das gefällt. Ich hatte, ja, wo ich angefangen habe, Olivia zu hören, da kam auch irgendwann Chappell dann auf. Dann habe ich irgendwann mal ihr Gesicht gesehen, aber nur von diesem Albumcover, wo sie so extrem geschminkt ist, halt so ganz weiß. Und ich dachte mir so, das sieht irgendwie blöd aus. Ich glaube, das höre ich mir nicht an. Und dann ein Jahr später hat Blink-182 auf irgendeinem Festival Pink Pony Club in ihr Lied eingebaut. Und dann dachte ich mir, oh, das hört sich ja cool an. Von wem ist denn das? Dann habe ich das zum ersten Mal Chappell entdeckt und war gleich überzeugt vom Pink Pony Club, habe mir dann gleich das ganze Album auf Spotify runtergeladen, alle Lieder angehört und sich für gut befunden. Oh. Sind wir wieder da, hoffentlich? Ja. Ich wurde jetzt einfach unterbrochen von der App und ja, ist ja nicht schlimm. Ich versuche wieder mein Wort zu finden. Ich glaube, ich war dabei eine Woche später oder 2 Wochen später, nachdem ich über Chappell rausgefunden habe und Fan geworden bin und jeden Tag ihre Musik gehört habe, ununterbrochen gefühlt. Hieß es dann, ja, sorry, das Konzert Ende August wird verschoben auf Ende September. Und ich dachte so, das ist doch unsere Chance. Und es hat zum Glück geklappt. Ich habe die Karten ein bisschen überteuert leider gekauft, aber bei einem Konzert in Deutschland und bei dieser hohen Nachfrage war das dann im Endeffekt halt nicht anders lösbar. Wir wollten unbedingt hin, von daher war es okay. Und beim nächsten Mal sind wir dann hoffentlich mit günstigeren Karten dabei, es sei denn, es gibt dann so VIP-Sachen, die müssen wir dann natürlich auch nehmen und verkraften. Du meinst quasi das VIP-Package wie bei Olivia. Ja, ich hoffe, es gibt da ein bisschen mehr als bei Olivia, aber ja, sowas in der Art vielleicht. Ja, vielleicht wird Olivia auch draus lernen. Da haben sich bestimmt ein paar auch negativ geäußert, dass da beim nächsten Mal das anders gehandhabt wird. Vielleicht bekommen wir ja dann ein Foto mit Chappell noch wenigstens. Ja, immerhin wurde uns keine Fotoleinwand versprochen, die es gar nicht gab. Vielleicht gab es die und durften da gar nicht. Also wir hatten ja eigentlich gar nicht die Zeit. Eigentlich wurde ja versprochen, dass wir Zeit haben für entspanntes Shopping und Ja. Fotomöglichkeit vor einer Leinwand. Aber die hatten wir nicht, weil wir mit den anderen reingelassen wurden. Genau, weil es da anscheinend irgendein technisches Problem. Also wir reden jetzt gerade über Olivia. Weil das ja doch irgendwie, wenn man über Chapel redet, muss man auch über Olivia reden.
Aber es hatten wir ja auch im Podcast ja schon angesprochen, dass es da anscheinend irgendwelche Probleme gab, sodass sich der Einlass dann wahrscheinlich verzögert hat. Ja, mein Gott. Ist jetzt Geschichte. Es hat mich ein bisschen geärgert, aber dem Konzert hat es jetzt keinen Abbruch verschaffen. Es war trotzdem sehr schön. Wobei ich die wenigen Minuten, sage ich mal, jetzt übertrieben mit Chappell noch mal schöner fand. Es war noch ein bisschen intimer, sage ich mal. Auch so ein bisschen, ich meine, obwohl Chappell ein bisschen älter ist als Olivia, war es irgendwie so, du schaust gerade zu, wie jemand sehr, sehr groß wird, weißt du, wie ich meine? Es ist Ja. irgendwie schön. Ja, liegt halt auch daran, weil halt Olivia jetzt doch schon seit 2, 3, 4 Jahren der große Star ist und Chappelle jetzt quasi, also im Kommen ist. Ich glaube, wenn du Olivia vor 3, 4 Jahren live gesehen hättest, ich glaube, das wäre ähnlich gewesen von der Stimmung her. Ja, definitiv. Du hast die Chappelle, die war ja, soweit ich weiß, glaube ich, schon mal bei irgendeinem Plattenlabel unter Vertrag und die haben sie dann aber gekündigt oder nicht, die wollten sie nicht mehr, weil als sie Pink Pony Club rausgebracht hatte, also könnt mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist, aber ich habe das so verstanden, dass das so in der Corona-Zeit rauskam, dieses Musikvideo, und deswegen war das nicht so erfolgreich wie gedacht, auch der Song, obwohl es ja wirklich von vielen als ihr bester Song gehandelt wird. Und jedenfalls kam der da damals nicht so gut an oder hat nicht so viele Klicks gemacht wie gedacht, und dann haben sie sie fallen lassen wegen Pink Pony Club. Das muss man sich ja schon mal auf der Zunge Ja. zergehen lassen. Und dann irgendwann wurde sie halt, also sie ist dann zurück in ihre Heimat, hat, glaube ich, als irgendeine Kellnerin oder so gearbeitet. Das ist auch krass, wenn man das immer so hört. Und dann ist sie aber dann doch nochmal zurück nach LA oder ich weiß es nicht genau. Und dann hat es irgendwie doch nochmal geklappt, weil sie mit Dan Negro zusammengearbeitet hat. So wurde es mir erzählt oder so habe ich es verstanden. Ich denke mal, die Geschichte stimmt auch so ungefähr. Würde schon Sinn ergeben. Ja, sie hat auf jeden Fall den richtigen Producer gefunden, der auch das Potenzial erkannt hat. Und ich denke mal, wenn sie da mit ihm weiterarbeiten wird, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann wird sie natürlich auch einen Weg machen. Und es ist ja auch so, dass so diese Künstler, die aus dieser queeren Szene kommen, ist ja auch so ein, gerade jetzt musikalisch was ja auch im Kommen ist. Oder dass halt immer mehr Leute sich auch sowas anhören. Oder anhören möchten oder auch wirklich anhören. Und ich denke mal, da wird sie dann auch ihren Weg weiterhin machen. Ja, definitiv. Auch die Texte sind ja wirklich mal was anderes und manche Tabuthemen werden da angesprochen. Und wenn das alles auf Deutsch wäre, würde es wahrscheinlich bei uns gar nicht gespielt werden, was da so gesungen wird. Aber gut, die denken halt, vielleicht verstehen die Deutschen kein Englisch und deswegen müssen sie es nicht zensieren. Aber ich glaube, in den USA, also wenn man sich so die Performances auf YouTube anguckt von manchen Songs, dann geht sie dann immer extra vom Mikro weg, wenn sie Fuck oder so sagt. Das darf man ja Ja. dann nicht sagen. Ist ja logisch. Ja. Ja, aber es ist trotzdem eine Künstlerin, die ja auch, glaube ich, ihre Meinung sagt. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, es gab ja nach dem Berlin-Konzert, hat sie ja so eine doch unerwartete kurze Auszeit sich genommen, weil es vielleicht doch dann alles ein bisschen zu viel geworden ist. Und auch das Thema mit den US-Wahlen, wo es ja auch quasi gedrängt worden ist, dass sie sich irgendwie positioniert. Ich glaube, dass das dann einem Künstler schon zusetzt, wenn du quasi jetzt gerade im Aufstreben bist und du hast jetzt viele Fans, aber du hast dann trotzdem noch so einen Gegenwind. Ich glaube, dass es dich dann schon auch belasten kann. Und ich sage jetzt mal so, ist, glaube ich, dann doch die richtige Entscheidung, einfach mal für eine Woche von der Bildfläche zu verschwinden, sich einfach zur Ruhe kommen lassen und vielleicht auch mal mit Freunden, Bekannten telefonieren. Ich bin mir auch sicher, dass Chappelle mit Olivia auch ein paar Mal telefoniert hat und gefragt hat, pass auf, wie hast du das damals gemacht? Wie war das bei dir? Und hast dich da vielleicht Ratschläge geholt, damit es jetzt da gestärkt aus der Situation rausgeht? Ja, ist schon möglich. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn sich da Künstler eine Auszeit nehmen. Und solange man dann entschädigt wird und sein Geld zurückbekommt, mein Gott, oder ein neues Konzert festgelegt wird, ein neuer Termin, ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Und es war ja auch nur, glaube ich, nur ein Festivaltermin, den sie abgesagt hat. Also da sind ja auch noch genügend andere Leute aufgetreten. Ja.
Aber auf Ja, jeden von Fall können daher wir so geht das. festhalten, dass wir uns beide, glaube ich, freuen, wenn wir Chapel nochmal sehen dürfen und dass wir einen wunderbaren Konzertabend hatten. Ich werde natürlich im Anschluss an unser Gesprächchen quasi noch ein paar Videomitschnitte anfügen, damit auch die Zuschauer so einen Eindruck bekommen, was wir da so live erlebt haben. Aber wie du schon erwähnt hast, man kann sich gerne auch die Musikvideos angucken, man kann auf Spotify gehen. Ich muss aber eines dazu sagen, dass ich die Live-Version von Pink Pony Club besser finde als die Studio-Version. Also da gibt es aber auch auf YouTube ein super Live-Video von einem Auftritt. Und wie gesagt, ich finde einfach, die Live-Version ist einfach ein Ticken rockiger, und das gefällt mir einfach besser. Ja, stimmt. Die normale Version, die Albumversion ist so ein bisschen viel Synthesizer und Tasteninstrumente, sage ich mal. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich finde die Live-Version auf YouTube auch besser. Also, wenn ihr Pink Pony Club schaut, dann geht auf YouTube. Kleine Empfehlung am Rande. Und ansonsten, ja, auf YouTube gibt es eigentlich viele gute Performance-Videos. Also macht euch da mal schlau, wenn ihr mögt. Vielleicht findet ihr einen neuen Lieblingskünstler oder zumindest einen neuen Künstler, der ein paar Lieder hat, die ihr gerne hört. Ich würde mich freuen. Chappelle freut sich dann bestimmt auch. Ihr Producer auch. Ihr Management auch. Und ja, war schön. Wir sehen uns in Teil 2 von Berlin. Vom Berlin-Wochenende. War es ein Wochenende? Ja, kann man so sagen. Es war ja eigentlich ein Sonntag und Montag, aber egal. Ja, es war quasi der Übergang vom Wochenende in die neue Woche. Richtig. Genau, und dann, wir hatten in der Zwischenzeit noch ein anderes Konzert. Auch da werden wir natürlich uns dann noch zusammensetzen und über unseren Leipzig-Ausflug quatschen. Da gibt es natürlich dann auch wieder das wunderbare Thema Infrastruktur, das gefühlt irgendwie bei jeder Reise von uns ist. Und es stehen ja jetzt dann auch noch, jetzt im November, steht ja noch ein wunderbares Konzert an, wo ich mich auch schon sehr darauf freue, mit Ja. einer Band, die ich bis jetzt auch noch nicht live gesehen habe. Und ich glaube, wir können jetzt auch schon ein bisschen teasern. Wir haben auch schon für nächstes Jahr jetzt erst die Tage wieder was uns klar gemacht, sozusagen. Einmal werden wir uns auch in München dann Dua Lipa angucken, damit wir Also auch das Thema mal. wir haben Pop und Punkrock und das ist schon mal eine geile Mischung, würde ich sagen. Ja, aber das ist ja Pop, genau, und Punkrock haben wir dann im Herbst nächsten Jahres. Auch in München. Da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, wieder Sachen, wo ich mich auch schon sehr darauf freue, wo ich auch mega gespannt bin, was mich da erwartet, weil das halt auch wieder Künstler sind, die ich bis jetzt noch nicht live gesehen habe. Aber auch da werden wir natürlich dann im Anschluss euch informieren. Aber ich dachte mir, wir können einfach so als netten Abschluss einfach schon mal verraten, dass wir da jetzt nächstes Jahr weitermachen mit unserer großen Deutschland-Tour an Konzerten. Ja, die ist losgegangen. Wann ist sie losgegangen? 2022? Mit KISS. Stimmt. Ja, von 2022 bis unendlich, sagen wir Ja. mal. Ist die Deutschland-Tour von Martin und Moritz. Genau. Aber das war jetzt einfach nur, wie gesagt, so noch am Rande, damit ihr euch das schon mal in den Kalender schreiben könnt nächstes Jahr. Da kommen tolle Konzertberichte. Ich schätze mal, ich Es werde gibt wieder auch der für gewisse Filmfeste Konzerte noch sein. Karten. Also vielleicht sehen wir uns dann da. Ja, ich dachte, Dua Lipa ist ausverkauft. Also die Stehplätze auf jeden Fall. Ich dachte, das ganze Sitzplätze Konzert weiß ich ist nicht. aus. Also ich Ich weiß dachte es nicht, eigentlich, hätte keine ich Ahnung. gelesen, dass das ganze Konzert, aber ich kann mich täuschen. Falls ihr also Karten noch bekommen solltet, dann natürlich dürft ihr uns gerne ansprechen, wenn ihr uns seht. Ihr dürft uns auch ein Getränk ausgeben. Aber ich hoffe natürlich, dass es dann auch nette Motivbecher gibt für die Ja, also wenn Dua Sammlervitrine. Lipa ausverkauft ist, würde ich zumindest verstehen. Weil die ist ja Ja. wirklich für mich der Popstar der Generation. Für viele andere ist es ja eine andere Frau fängt mit Tay an und hört mit Swift auf. Aber ja, für mich ist es Dua Lipa.
meine Meinung. Ich denke, Mahdi hat auch viele Fans. Aber ja, ist halt so. Also ich weiß auf jeden Fall noch, wir haben uns ja beide in so einer Warteschlange, in der digitalen Warteschlange eingereiht. Und als du mir dann gesagt hast, irgendwie, was waren 50.000 oder so, dachte ich mir, okay, oder waren es 30.000? Ich weiß gar nicht mehr, Ich glaube, wie es waren nur viel. 20.000, aber es war genug. 20.000 sind auch noch genug. Ja, und da war ich dann froh, dass bei mir irgendwie, ich glaube, bei mir waren es irgendwie 1.000 Leute oder so, dachte ich mir, okay, ich glaube, ich bin schneller dran mit Karten, als wenn wir uns auf deine 20.000 verlassen. Wahrscheinlich, weil du ein langjähriger Telekom-Kunde bist, hast du diesen Vorteil gehabt, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich. Aber alles für Dua. Richtig. Genau, vielleicht haben wir dann nächstes Jahr wieder so eine Aktion, dass man dann, dass das doch mal sinnvoll ist, wenn man nicht alle Jahr den Mobilfunkanbieter wechselt, dass man da vielleicht einmal doch mal was zurückbekommt. Aber ich merke, wir schweifen schon wieder ab. Das ist Ja. mal vielleicht Thema für einen eigenen Podcast, wie man Karten bekommt. Ticketvorverkauf ist allgemein ein schlimmes Thema. Ja, können wir ja gerne mal als Thema aufnehmen. Gerne, gerne. Genau, dann bleibt mir nur an dieser Stelle zu sagen, bevor dass wir jetzt zu sehr abschweifen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein gutes Stück näher bringen, warum man Chapel Roan nicht oder warum man Chapel Roan kennen sollte. Warum das Konzert für uns beide ein super Konzert war. Ich sage natürlich auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich Gerne. schon auf unseren zweiten Teil der Berlin-Reise, wo wir dann, wie gesagt, wieder was Filmisches besprechen und natürlich steht, wie gesagt, noch das Leipzig-Abenteuer an. Kleiner Spoiler, es wird dann im zweiten Teil von Berlin eklig. Warum? Nicht wegen Berlin, sondern wegen der Sache, die wir uns angeschaut haben. Genau, bis dahin, ich sage schon mal Tschüss an alle und wünsche euch allen eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.